Hallo meine Lieben, heute habe ich ein Video für euch, was von einigen so angefragt wurde. Und zwar geht es um die Review zu diesem Ding hier. Das ist der Olas Regenerist Gesichtsbürste bzw. Gesichtsreiniger. Ich weiß nicht mehr genau, wie das da drauf stand. Die Auspackung davon habe ich leider auch nicht mehr, weil Mama die weggeschmissen hat. Es war auf jeden Fall so ein roter Karton, etwas größer als dieses Quadrat jetzt hier. Und ja, da war der einfach drauf gemalt halt, also was heißt gemalt, ne, drauf gedruckt. Deswegen, ihr werdet es schon erkennen und ja, außerdem passend dazu möchte ich euch auch meine kleine Meinung zu diesen zwei Dingen hier geben. Und zwar ist das einmal das BB Young Care Quick and Clean Waschgel und das Balea Mildes Waschgel, weil ich die zusammen mit dem benutzt habe und man dazu natürlich auch ein Waschgel oder ähnliches braucht. Und dann möchte ich euch einfach mal meine Meinung zu diesen zwei Dingen sagen. Und ja, deswegen wünsche ich jetzt einfach mal ganz viel Spaß und fange auch an. So, als erstes war hier in diesem Karton natürlich die Olas Regenerist Creme dabei, Skin Perfection Cleanser. Den habe ich leider gar nicht benutzt natürlich, weil es ist halt ein Regenerist, also ein Anti-Falten-Creme. Und ich glaube, ich mit meinen 17 Jahren habe noch nicht so die krassen Falten. Hinten steht Reinigungscreme für ein perfektes Hautbild, direkten Augenkontakt vermeiden. Ja, also es ist aber eine Anti-Falten-Creme und deswegen, ich habe sie zwar Mama vorgeschlagen, aber sie hat sie auch noch nicht benutzt. Also dazu kann ich jetzt leider nichts sagen. Ich hoffe, das ist kein Problem für euch. Aber ich habe mir das Ding ja eigentlich nur gekauft wegen dem Gesichtsreiniger bzw. Gesichtsbürste. Das ist dieses Gerät hier. Regenerist steht hier auch drauf. Hier unten kommen Batterien rein, die auch schon hier mit enthalten sind. Also die Batterien lagen hier unten drin. In diesem Kästchen hier sind jetzt natürlich auch leer. Und dann war diese Bürste hier auch noch einzeln, die es auch im Einzelnen zu kaufen gibt. Die Preise nenne ich euch gleich auch noch. Also dann macht man das hier unten einfach auf. Wenn man das aufbekommen würde. So. Und dann sind hier natürlich die Batterien drin. Das sind solche hier. Von Duracell. Also die waren hier auf jeden Fall mit dabei. Das heißt, die braucht ihr euch nicht einzeln kaufen. Okay, da ist so eine Cremeschicht drauf. Ich hoffe, es ist jetzt nicht schlimm, dass ich das angefasst habe. Naja, ich werde mir auf jeden Fall gleich die Hände waschen. So, das ist auf jeden Fall der Wimpernformer, will ich die ganze Zeit sagen. Die Gesichtsbürste, diese Batterien waren da drin und ja, so ein ganz, ganz kleines Gerät. Also meine Hand ist wirklich sehr klein und die Gesichtsbürste ist ungefähr so groß wie sie. Also ja, bis zu den Fingern so, sag ich mal, bis zur Hälfte der Finger geht die bei mir. Deswegen, sie liegt ganz praktisch in der Hand. Man kann sie, also ich kann sie so halten oder halt so mit einem Finger hier oben drauf. So halte ich sie immer. Dann hat man die perfekte Kontrolle darüber und hat direkt seinen Daumen hier an diesen zwei Teilen, wo man sie braucht. So, aber neben diesem Gerät gab es natürlich auch die passende Bürste dazu, wie gesagt. Das ist einfach eine ganz, ganz kleine Bürste, die halt passend natürlich dazu passt. Ich bin mir nicht sicher, ob man da auch andere Bürsten für kaufen kann und ob das da gleichzeitig mit reinpasst, weil das hier natürlich so eine Passform ist. Aber ich finde persönlich diese Bürste total gut. Sie ist relativ weich, also sie ist nicht so hart zum Gesicht und macht wirklich alles so spröde und alles, sondern sie ist relativ weich. Und man macht sie erst nass, bevor man sie aufs Gesicht drauf tut, also bevor man anfängt mit dem Gesichtsreiniger sein Gesicht zu reinigen. Ja, man setzt die einfach ganz leicht rein und das geht auch wirklich super schnell. Die haben hier halt so eine Form, so eine 3-5-5-X-Form, genau. Und deswegen, sie passt einfach leicht rein und dann hört man so einen Klick. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt gehört habt, aber er ist nicht leise, also man hört den Klick deutlich und dann sitzt die feste und dann fällt sie auch nicht mehr runter. Und dann drückt man hier oben auf den ersten Knopf, dadurch geht sie halt nur nicht ganz an, sondern dreht erstmal eine Runde. Wieso? Keine Ahnung. Und dann drückt man noch einmal und dann geht der komplett an. Ich weiß nicht, ob das jetzt Vorwarnung geht oder sonst was, auf jeden Fall dreht er dann. Und hier unten kann man dann die Stufe einstellen. Entweder ist es so schnell, wie ich jetzt habe. Oder man macht es eine langsame Stufe, dann dreht er ganz, ganz langsam. Aber ich habe meistens die schnelle Stufe drin. Ich weiß auch nicht wieso. Und dann mit einem Klick macht man ihn wieder aus. Und dann geht er auch sofort aus. Ja. Es ist auch kein Problem, wenn die Gesichtsbürste hier unten nass wird und dann hier was, diese Bürste davon und hier unten was von der Nässe reinkommt. Also das ist mir auch schon ganz, ganz oft passiert. Es hält dieses Gerät eigentlich ganz locker aus.
Ja, deswegen, also für mich ist das ein super Gerät. Es kostet insgesamt 28,99 € oder sowas, also um die 30 €. Und die Gesichtsbürstchen dazu kosten 9,99 €, also 10 €. Die muss man sich aber auch, also ich habe das Gerät jetzt knapp einen Monat und sie ist immer noch gut. Wenn man sie halt, wenn sie halt so auseinander geht und schon total kaputt aussieht, dann sollte man sich eine neue kaufen. Aber so, ich zeige euch das Gerät gleich nochmal vom Nahen, wie das so funktioniert. Aber erstmal erzähle ich dann jetzt noch was zu den anderen Sachen. Also für mich ist das auf jeden Fall ein super Gerät. Ich kann es weiterempfehlen, vor allem für diesen Preis. Also wenn ihr mal nach Gesichtsbürsten so bei Amazon oder sowas sucht, kosten da schon solche um die 90 oder 60 €. Und man weiß ja vor allem nie bei Amazon, ja, wie ist die denn so? Weil man kann natürlich auch den totalen Schrott bekommen. Und hier, also haben glaube ich schon einige die Meinung dazu gesagt, weil sie halt im deutschen Handel, also im DM, zu bekommen ist. Olas ja auch keine unbekannte Marke ist und man kann sich verschiedene YouTube-Videos angucken, wie ich das jetzt halt auch mache. Und dann kann man sich ja schon so eine Meinung, hat man so eine Grundmeinung dazu, ob es jetzt ein gutes Ding ist oder ein schlechtes Ding. Und ich finde, es ist absolut empfehlenswert. Und ich würde es mir auch wieder nachkaufen, hätte ich es jetzt nicht. Und aber ich hoffe, es geht nicht schnell kaputt. Im Moment funktioniert es noch einmal frei und das finde ich auch ganz gut so. Und so soll es auch bleiben, bitte. So, jetzt geht es dann weiter zu den Waschgelen. Einmal, wie gesagt, habe ich das Bebe Young Care Waschgel. Das ist war neu zumindest, als ich es mir gekauft habe. Quick and Clean Peeling and Waschgel. Es riecht nach der typischen Bebe Cream. Und wenn man es rausdrückt, ist es so halt durchsichtig. Also es ist so eine durchsichtige Flüssigkeit. Man sieht jetzt aber keine Peeling-Dinger da drinne. Also ich weiß jetzt nicht genau. Ich lese euch erstmal vor, das ist für Mischhaut und unreine Haut. Reinigt gründlich und entfernt sanft abgestorbene Hautschüppchen. Macht die Haut geschmeidig. So steht das da drauf. Ja, es ist für die tägliche Anwendung geeignet. Steht hinten auch mit drauf. Eine kleine Menge auf dem angefeuchteten Gesicht verteilen und aufschäumen. Sanft einmassieren und mit Wasser gründlich abspülen. Ja. Mein Gesicht hat es leider total ausgetrocknet. Also ich habe es eine Woche benutzt und dann habe ich komplett aufgehört damit. Also beziehungsweise ich habe es irgendwie 3 oder 4 Tage durchgehend, also jeden Tag benutzt. Und dann habe ich schon gemerkt, wie mein Gesicht einfach nur noch brannte. Es hat wirklich so gebrannt wie noch nie. Und egal wie viel Feuchtigkeitscreme ich benutzt habe, es hat einfach so weh getan. Und dann dachte ich mir, okay, entweder es liegt an der Gesichtsbürste oder an dem Ding. Dann habe ich nur noch jeden zweiten Tag benutzt mit der Gesichtsbürste. Und trotzdem wurde mein Gesicht trocken. Es hat zwar nicht mehr so extrem gebrannt, aber es wurde immer noch sehr trocken. Und ich fand dafür, dass ich es eigentlich jeden Tag benutzen will, um mein Gesicht wirklich sehr reinzuhalten, also um es gründlich zu reinigen, das war ja mein Ziel damit, bringt mir es mir nicht, dass ich es jeden zweiten Tag benutze und mein Gesicht dadurch immer noch trocken wird. Also irgendwie habe ich dann komplett aufgehört zu benutzen und habe den Gesichtsreiniger noch eine Chance gegeben, weil ich halt wie gesagt gucken wollte, woran liegt das jetzt? Liegt es an diesem BB-Ding oder liegt es an Gesichtsreiniger? Deswegen habe ich mir erstmal, weil es natürlich günstiger war, ein neues Waschgel zu kaufen und das erstmal damit zu probieren, neues Waschgel gekauft und zwar dieses Balea mildes Waschgel mit Lotus- und Bambusextrakt für normale und Mischhaut. Erlebt und belebt und erfrischt, so genau. Ja, morgens und abends eine kleine Menge Waschgel aufs angefeuchtete Gesicht auftragen und mit etwas Wasser aufspülen. Ich benutze es nur morgens, also ich mache es nicht zweimal am Tag, sondern nur morgens. Es ist halt auch so eine durchsichtige Creme. Man braucht wirklich nicht viel fürs Gesicht und sie war auch gar nicht teuer. Ich glaube 2 € noch was. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Ich glaube 2,35 € oder sowas. Und sie blubbert so cool. Manchmal kommt da so Blubberbläschen raus. Fand ich voll lustig. Naja, auf jeden Fall. Damit habe ich jetzt überhaupt keine Probleme mehr. Das benutze ich jeden Tag und deswegen weiß ich auch, dass es nicht an der Gesichtsbürste lag, dass meine Haut so trocken wurde. Sie ist nicht trocken, meine Haut. Sie brennt nicht, sie tut nicht weh. Es geht ihr gut und ich finde auch, das reinigt ganz gut, weil man sieht schon, dass die Haut etwas besser geworden ist. Und manchmal bin ich zu faul, mich abends aufzuschminken, schminke mich dann morgens eben ab und dann bleibt noch ein bisschen Rest vom Make-up über. Und das sieht man dann ganz gut, wenn ich das mit dem Tuch dann halt wegmache. Also mit meinem Handtuch, dass da ein bisschen Make-up mit runterging, nachdem ich das benutzt habe. Also es reinigt auch ganz gut die Haut und deswegen finde ich das auf jeden Fall gut und werde mir das auch auf jeden Fall nachkaufen, wenn das leer geht. Aber im Moment ist es noch ziemlich gut voll und ja, deswegen. Also im Vergleich dem zu diesem hier, das hier hat irgendwie, ich glaube, 2,95 € gekostet oder 3,25 €. Das hat 2,35 €, glaube ich, gekostet. Das hier kann ich absolut empfehlen, also überhaupt nicht nachkaufen. Also ich
habe es jetzt zwar noch für Notfälle, sag ich mal, oder sowas, aber es ist, glaube ich, nur bis hierhin vielleicht leer. Und ich habe es jetzt weggestellt, also ich werde es nicht weiter benutzen. Außer halt, wie gesagt, an Notfällen, wo, was auch immer das sein soll. Oder wenn irgendwer fragt, ob er sowas haben kann, kann ich es gerne weitergeben. Von meinen Freundinnen jetzt verlosen möchte ich das jetzt nicht mehr. Das habe ich ja schon benutzt. Aber ich werde es auf jeden Fall selber nicht mehr benutzen, weil es meine Haut einfach wirklich geschadet hat. Und ja, das hier im Gegenteil werde ich absolut weiterempfehlen. Ich finde es super, es tut der Haut einfach gut und es harmoniert super mit diesem Olas-Teil. Und deswegen, für mich ist das jetzt die beste Morgenroutine-Kombo. Ich weiß nicht, ich habe euch eine Morgenroutine abgedreht. Allerdings ist es sehr, sehr viel zu bearbeiten bei dieser Routine. Also ich habe mir damit sehr viel Mühe gegeben und ich weiß noch nicht genau, ob ich das Video deswegen jetzt erst früher hochlade, weil ich noch nicht fertig bin mit dem Bearbeiten von der Morgenroutine oder dass die Morgenroutine schon gekommen ist. Auf jeden Fall gibt es eine Morgenroutine, wo ich diese zwei Produkte auch benutze. Das heißt, ihr werdet sie auch in der Benutzung sehen auf jeden Fall noch oder habt sie schon gesehen, wie gesagt. Diese zwei Dinger empfehle ich euch auf jeden Fall total weiter, falls ihr auch auf der Suche wart nach so einem Ding, nach einer Gesichtsbürste. Das Waschgel könnt ihr natürlich auch ohne Gesichtsbürste benutzen. Das ist jetzt nicht ein Muss, dass damit nur mit der Gesichtsbürste ist. Das ist halt einfach nur nochmal gründlicher und alles. Aber das ist kein Muss. Ihr könnt es auch einfach so benutzen. Und ja, jetzt zeige ich euch noch ganz, ganz kurz, wie die Gesichtsbürste so vom Nahen ist. Und sage aber schon mal Tschüss. Und ja. So sieht das Gerät vom Nahen aus. Es hat hier so ein kleines Loch, wodurch auch Wasser gelassen werden kann. Hier ist halt der Bürstenkopf, den ihr ganz leicht abnehmen könnt. So sieht das halt aus. Und dieses Geräusch macht es, wenn ihr wieder draufsetzt. Ich hoffe, ihr hört das jetzt. Ja, so sieht das halt aus. Hier steht Regenerist noch drauf. Ein ganz kleines, schönes Teil. Hier macht ihr ihn, wie gesagt, an. Einmal kurz so eine Umdrehung. Und dann geht er los. So dreht er sich. Also eigentlich ganz gut. Hier verstellt ihr den halt entweder langsam oder schnell. Und dann geht er wieder aus. Deswegen ein ganz simples System. Nicht viele Knöpfe, die ihr beachten müsst. Und ja, könnt ihr wieder leicht runternehmen. Und fertig. Ja, das war jetzt meine Review. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch eine ganz gute Meinung dazu abgeben. Also euch meine Meinung ganz gut erklären. Und ich hoffe, ich konnte euch vor allem weiterverhelfen bei der Entscheidung, ob ihr euch das kaufen solltet oder nicht. Und was für Produkte damit so gehen. Und was ihr lassen solltet. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie gesagt, etwas weitergeholfen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!